Wir testen heute übrigens das herrliche Bremer Pilsator namens Becks. Du sollst hier aufräumen, habe ich dir gesagt. Der räumt hier mal nicht auf. Mach mal hier. Letztes Video übrigens, zieht euch hier drin. Hier, Maibock. Also, Becks. Becks kommt aus Bremen. Ja. Hat eine grüne Flasche. Genau. Und ist ein deutsches Bier. Mhm. Und war die Special Edition von der FIFA 2022. Ja, was nachzuholen. Und das trinken wir im Jahr 2023. Also auch nicht schlimm, ist zwar abgelaufen, Juli 23. Aber es wurscht. Also ich denke mal, Becks kriegt das schon hin, dass das nicht so schlimm ist. Es gibt ja Biere wie jetzt zum Beispiel das Berliner Kindel, das kannst du ja jahrzehntelang im Keller packen. Das ist halt ein gutes Produkt. Tja. So, brewed with renewable 100% electricity, das bezweifle ich, aber das ist jetzt erstmal dahingestellt. Wie redest du denn? Auspacken oder wegpacken? Na gut, das ist jetzt die Spezialedition, aber man weiß ja, wie die normale Pulle auch aussieht. Ja, ne, das ist ja nichts Besonderes. Also, weil die Flasche ist grün, aber selbst das ist das. Ja, also, das ist jetzt nicht Mittelklasse, 2 oder 3 Punkte. Na, wenn denn 2? Ja, hier. Naja. Wie ist er? Die Red Sonja. Rote Zora. KKP1. Mach nicht kaputt, bitte. Oh. Los. Hast du gut gemacht. Ja, sieht wirklich gut aus. Sprudelig. Der Schaum könnte definitiv besser sein. Die Farbe, die ist super. Sehr schön. Schön golden, schön klar. Hat was von Sekt. Na? No. Ja, doch, hast recht. Selbst der Schaum hat was von Sekt. Mhm. Obwohl der Schaum sich ein bisschen länger hält. Ja. Ja, ist jetzt nicht das Beste. Also der Schaum ist nicht dolle, aber so vom Außen her. 3 Punkte ist das schon wert. 3 von möglichen 4. Ja, ist okay. Gaumen lieber oder Gaumen und das alles. Prost. Ja, ist schon mal gut. Also jedes Mal, wenn ich da an Riese, denke ich an irgendeinen Büffel. Also hier, das polnische, das Schubre. Ich weiß nicht warum. Und ich kriege immer das immer grün. Ich weiß nicht, ob das Kopfsache ist oder weil die Flasche grün ist oder. Vielleicht gibt es da grüne Wiesen, wo die das bauen. In Bremen. Schmeckt gut. Ja. Nicht? Das ist halt ein Becks, ne? Also hat die Säure, im Bitter ist das für meinen Geschmack. Bitter ist das ja eigentlich. Genau. Also ich weiß nicht warum, aber mittlerweile hat es mehr was von Brause. 10 oder 11 Punkte? Wenn denn 10. Also höher würde nicht gehen. Ich trinke halt gerne die würzigen Biere halt. So, ne? Dithmarscher zum Beispiel, das ist schön würzig, oder? Stimmt. Genau, Sternburger. Götti. Welche 93 Gebot, ja? Fallen mir der die Zähne aus. Nee, das ist schon lange weg. Uwe, musst du beurteilen, was die Pulle. Schnitzerenge hier. Ja, also ich habe noch kein Becks getrunken, wo ein Uwe drin war. Das wäre mir jetzt neu, dass ja, der... Ja, das stimmt. Ja, Becks ist halt so ein Bier, was man kennt, ne? Also... Ich denke mal, es gibt nicht viele Leute, die noch kein Becks getrunken haben. Es gibt bestimmt ganz viele Leute, die noch nicht getrunken haben. Ist ja nicht jeder so ein Alkoholiker wie du. Wir sind hier in Deutschland. 20 von 30 Punkten. Hm. Für ein Zufall, ja. Ja, so ein Ding. Was? 20 von 30 möglichen Punkten. Ha! Ich hab die Prognose selber gestellt. Gut, die kappt noch nicht aus, ne?
Ich habe jetzt ein Nein gedrückt schon. Sitzt er da? Weil wenn denn jetzt 18? Der Uwe entscheidet tatsächlich. Ja, ich sag dir, der Uwe entscheidet. Der sagt jetzt, was Phase ist. Also in meinem Glas habe ich keinen Uwe, das weiß ich schon. Na, ich sehe auch keinen. Aber hier! Ist nur ein bisschen trübe. Trübe. Guck dir, siehst du den Schatten? Irgendwas, das da kündigt. Deine, das sind deine da guck Augen dir das an, da irgendwas kündigt sich da an. Nee, ja, gucke. Dann muss ich mal, muss mal gucken. Warte doch. Oh, falsch rum. Da! Da! Siehst du? Da! Da ist er! Ist ja nicht, wo die Pulle ist. Ich lasse das hier mit der Brille hier. Das ist schon gutes Bier. Yes. Was ist denn nun 20 von 30 Minuten? Und Uwe? Das ist bei Uwe. Also, 20 von 30. Silber. Schon mit vorzüglichem Geschmack und recht ansprechenden Aussehen. Jedoch bist du dir bewusst, dass es noch Luft nach oben gibt. Ein Gebräu für gute Kumpel. Ja, jetzt ist okay. Kann man sich mal gönnen. Aber ich muss sagen, den Becks ist in Ordnung, 2 Uhr auch, aber den reicht es mir auch schon wieder mit Becks. Ich sag mal so, auf einer Feier nehme ich lieber Becks als Freiberger oder was weiß ich. Natürlich gibt es Schlimmere, aber das wird niemals mein Lieblingsbier werden. Also ist jetzt nicht so, dass ich dann auf der Party, wenn es nur Becks geben würde, dass ich dann nichts mehr trinken würde. Ich würde schon mit Becks trinken. Aber ich würde jetzt zum Beispiel auch Bitburger dann schon eher trinken. Auf jeden Fall. Was gibt es denn als nächstes? Was Ausländisches. Was Internationales. Ach, das ist auch aus Deutschland. Was, der Tüski? Was Internationales. Tüski, ist das nicht das tschechische Bier? Was? Ich dachte, das ist polnisch. Also, das hier gibt es demnächst. Sag mal. Gibt es noch was zu sagen? Ja, das ist polnisch, das ist richtig. Abonnieren, kommentieren, aber bitte nicht so böse. Sonst muss Rico ja weinen. Ja, deshalb habe ich immer Taschentücher in der Werkstatt. Ja. Du hast Taschentücher in der Werkstatt, weil du hier eklige Sachen machst. Nee.